Wir müssen hier echt bald raus? Das fragt sich Monika Löwenhofer und vielleicht haben auch schon die Tiere in ihrem Kleintierhospiz eine Vorahnung. Die Vermieter haben Eigenbedarf angemeldet. Zum 31. Oktober muss die Wohnung in Dettelbach geräumt sein. Die Idee zum Hospiz entstand, nachdem Monika Löwenhofer einen kranken Kater aus dem Tierheim bei sich aufgenommen hat. Und so bin ich auch reingewachsen, mit der Erfahrung und mit meinem Wissen über die Erkrankungen und wie ich die Katze am besten behandeln kann. Ja, und das mache ich jetzt seit 13 Jahren. Für Medikamente, Futter und Katzenstreu zahlt Monika Löwenhofer mehrere hundert Euro im Monat. Neben ihrem Beruf in Volkach geht sie der ehrenamtlichen Arbeit mit Tieren nach. Also es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht mit mindestens einem Tier dann beim Tierarzt bin oder wo wir auch telefonieren mal, ne, dass wir auch die Symptome austauschen, was ist das, was muss ich da machen. Manchmal habe ich Tage oder Wochen, wo ich wirklich täglich dort bin. Ne. Im Tierhospiz gibt es viele tragische Fälle. So zum Beispiel Santi, den Monika Löwenhofer aus einem Tierheim aufgenommen hat. Eigentlich ist er ja so ganz gesund gewesen die ganzen Jahre. Und jetzt vor 2 Wochen wurde bei ihm hier an der Stirn ein Tumor diagnostiziert. Es ist halt wirklich eine blöde Stelle, weil eigentlich kann man den da auch gar nicht operieren. Ich habe mich auch schon mit der Tierärztin deswegen beraten. Es ist halt immer die Frage, wie weit geht man? Was ist dem Tier zuzumuten? Und mit einer OP wäre es ja dann auch nicht getan, ne? Wer bei so vielen Katzen auf kleinem Raum an Animal Hoarding denkt, liegt bei Monika Löwenhofer falsch. Tierschutz und Veterinäramt kontrollieren regelmäßig, wie es im Hospiz zugeht. Mit gesunden Tieren würde es auch nicht funktionieren. Hier möchte jeder einfach seine Ruhe haben und sich ab und an eine Streicheleinheit abholen. Selbst zur Fressenszeit läuft es harmonisch ab. Jeder wartet geduldig, bis er dran ist. Wenn es hart auf hart käme und sich keine geeignete Unterkunft finden ließe, müssten viele der alten und kranken Tiere eingeschläfert werden. Der Rest würde wieder zurück ins Tierheim wandern. Neben Katzen gibt es auch noch Riesenkaninchen, Degus und Chinchillas. Ganz alleine ist Monika Löwenhofer mit dem Problem der Wohnungssuche nicht. Es sind momentan tatsächlich ganz liebe Menschen an meiner Seite, die haben Spendenaufrufe gestartet. Einmal über GoFundMe und eins läuft auch über PayPal. Es gibt auch noch ein Girokonto, da kann man dann auch noch die Kontonummer erfragen. Wer eine Wohnung oder auch ein altes, leerstehendes Häuschen vermitteln kann, möge sich bitte zeitnah melden. Optimal wären etwa 90 Quadratmeter und bis zu 15 Autominuten von Volkach entfernt, auf dass die kleinen Racker noch ein glückliches Leben führen können.